Weil ich war mal auf dem Server, da hat's, wenn du auf dem mit dem Skin gespielt hast, Bonus gegeben. hast einen Bonus gekriegt. Ist es hier auch so? Nee. Hast du Du den kommst schon einfach auf frei? den Händedruck. Ja, habe schon lange frei. Bist ja echt ein Suchti, ne? Na nein, Einbildung. Ich habe halt keine Hobbys und dann kann man halt da schon mal ein bisschen spielen. Das passt schon. Ja, So, jo. ein Raster L7. Was ist ein Raster? Egal. Man kann sich hier irgendwo hier ein Raster einblenden. So, $100 Bonus kriegt. Den nehmen wir noch mit, den Punkt hier. Und jetzt fahren wir zurück, beziehungsweise hier in die Wand rein, steigen aus und laufen zu dem Punkt und beten, dass unsere Roller noch dastehen. Also eben in einen Roller. Oder, ja, einer wäre schon ganz dufte. Aber zwei noch wäre noch besser. Also ich höre hier einen Roller knattern. Meiner steht noch hier. Wo deiner steht, weiß kein Schwein. Meiner ist weg. Oh. Wollen wir den Farmer? Ah, das bist du. Yep. Jetzt habe ich einen Farmer-Skin. Ui. Ich fahre. Oh, nein! Ah, oh, tut Dummer mir leid, falsche Hund. Taste. G, Pac-Man, G drücken, G, 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 G. Tut GG mir leid. easy. Nein. Was wollen wir zu. Also als erstes war ich jetzt mal zu einem Bankautomaten. Weil ich renne mir mit 2.500 rum. Ja, ein bisschen. Wie viel hast du? 2506. Ich hab mehr als du. Ich hab 2.598. Bisschen. Halt dich fest. Oh. YOLO! Bam! Nicht aufs Maul gelegt. Na, immerhin etwas. Ich habe letztens mal dem Marcel gesagt, ne, als wir da oben lang gefahren sind, er soll runterrutschen. Was macht Ja, und er? nicht Er springt runter. Auto halb im Arsch. Können wir den klauen? Können wir den klauen? Klauen, klauen. Fährt er? Habe ich mir fast gedacht. Er würde fahren, aber er hat kein Benzin mehr. Oh. Ich hab's mir fast gedacht, dass er deshalb hier steht. G drücken, G, G, G. Ja, G, nicht F. Sonst schlägt man den Fahrer weg. Hui, Genau. Fahrer, hui. So, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einen Geldautomaten, bunkern unser Geld und Hui. dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Häusersuche. Best Ja. Driving Skill ever. Du bist einfach zu fett, deshalb ist der Roller hier zu langsam. Ach, was war's? Scheiß drauf, ich fahre hier Geisterfahrer. Nur weil ich schwarz bin oder was? Nein, weil du fett bist. Ah, ja, okay. Ja, dann. Ich bin armer Bauer, ich kann nicht fett sein. Wenig essen. Nein, 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 du rammst mich nicht, Kollege. Ja, die Die lassen. Kollegen wollen einen immer rammen, ne? Letztes Mal hat Ja. mich einer gerammt und hat sich dann aufs Dach gelegt. Ich konnte einfach gechillt weiterfahren. Ja, auch wenn man 10 Meter von ihnen entfernt ist, fährt er trotzdem in einem rein. Aber das Passt. Geile ist, mit einem Roller bist du schneller als die. Du bist echt, ohne Witz, bist schneller als die mit so einem scheiß Bulldozer. Nee, Bulldozer ist es nicht, das ist ein Zementmischer. So. Du machst einfach jetzt alles rein, oder? Ich mach. Ja, also 2.500 mache ich rein. Ja, mach ich auch. Hui. Einzahlen. So. Jetzt haben wir fette Money auf der Bank. Hopp drauf. Wollen wir. Soll ich dir das Autohaus erst zeigen oder wollen wir erst Häuser suchen? Wie ist dein Herzen gelüstigt? Ich frage dich. Ja, mach mal. Ja, okay, zeig mir zuerst mal das Autohaus und dann können wir eben noch die Häuser Okay. angucken. Wir bräuchten was Schnelleres, ne? Gibt's eine Autovermietung? Opa! Die Polizei kann perfekt fahren. So. Dumm. Okay. Lass den Wissen mal so im Raum stehen, okay? Ja. Bäh, voll die Polizei weggefetzt. Und uns auch, hoi. Dumm oder so? Also hier ist die Hölle los. Wie sind die dumm los?
Gibt's hier eine Autovermietung? Glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. War das auf einem anderen Server, wo ich die Autovermietung gesehen habe? Ja, das war auf einem anderen Server. Schade, sonst hätten wir uns gerade ein Auto mieten können. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Naja, weil... Nee, das war Daisy. Das war etwas ganz anderes. Daisy ist was bisschen anderes. Ein bisschen. Klein, aber fein. Mhm. Ich finde es auch schade, dass hier keine Linienflüge irgendwie so gibt nach LS oder so, wo halt nicht ein Bot von LSF nach LS fliegt, von LS nach LV, von LV ja, und nach SF. Ja, da machen sie die alles. Online-Spiele einfach. Ja, aber ich will nicht so einen lebensmüden Halunken in ein Flugzeug einsteigen. Ja, dann mach ich mal Pilot und lade mal ein paar ein. Und ja, die Leute, die zum Teil fliegen, die fliegen echt wie die Geisteskranken. Ich will nicht sagen, dass ich besser fliege. Weil, naja, auf einem Server war ich mal Pilot und da bin ich halt die ganze Zeit auf dem Dach geflogen. Einfach weil ich es konnte, einfach weil ich Spaß dran hatte. Du bist so fett, wir fahren nur 80. No, muss mal ein bisschen abnehmen. Mhm. So, ich hoffe, du bist angeschnallt. Wir machen nämlich das gleiche wie der Kollege da vorne. Und... Geronimo! Wir wollen leben! Perfekt. Juhu. Perfekto. Nein, hier auf den Gleisen. So fährst du als auch im Real Life, okay? Merken Sie. Ich fahre ja noch nicht im Real Life. Ich darf ja noch nicht. Ja, doch, mit dem Fahrrad einfach. Ja. Mhm. Stimmt, mit dem Fahrrad fahre ich auch 140, das stimmt. Da hast du komplett recht. Ja, eben. Ich bin so ein Skiller, ich kann 140 fahren mit meinem Superbike. Ich könnte damit eigentlich diesen Sommer schon zu Gamescom fahren, ne? Ja, natürlich. Würde ich so einigen Rentnern mit ihren Ferraris und so Konkurrenz machen. Wo bist du? Ich bin in einem... Ja... In der U-Bahn. Ach so, ja dann. Wieso geht das Licht nicht an? Jetzt. Nicht. Ab dem 3.2. bis 4.2. 2014 2013. Ist der Payday-Bonus aktiv. So. Ja, schön, dass wir 7.2. haben und das seit 3 Tagen vorbei ist. Hm. So, ich werde gleich beweisen, dass diese Roller sehr gut für die Innenstadt geeignet ist, und zwar so. Muss ich dir vorstellen, du stehst so in der U-Bahn, plötzlich kommt so ein mit dem Motorrad. Wäre das Beste, Alter. Alter, der Wagen ist besser als ein Mini Cooper für die Stadt. Ist der Donutladen eingescriptet? Schade. Richtig schade. Wir hatten auf einem Server, wo ich war, bei Royal Streets hieß der Server, der übrigens immer noch nicht online ist, da gab's den Donutladen. Und Alter, wir Cops haben da immer rumgehangen. Ohne Witz, wir waren immer beim Donutladen. Ja, die sind dazu berüchtigt, also das muss auch sein. Also die Gangster wussten es schon, wenn sie irgendwie Stress gesucht haben oder so, sind sie immer zum Donutladen gefahren. Bis sie dann von uns aufs Maul bekommen haben. Oh mein Gott. Ich wette, hier sind noch ein paar Leute drunter, die das gucken, die dabei waren. Haben wir uns schön gegenseitig die Fresse poliert. Im Donutladen. Nee, vor dem Donutladen. Achso, vor. Die Donuts mussten wir schützen. Wir durften das nicht auf die Donuts auslassen. Die Donuts konnten nichts für. Der arme Donut. So, hier haben zwei Leute versucht, ein Auto zu kaufen. Deshalb stapeln sich hier die Pickups. So, jetzt können wir mal gucken. Also die Autos gibt's hier. Kostet hier $650, glaube ich. Und den hier will ich mir kaufen. Den alten Pickup hier. Der kostet 1500. So, bei dem kommen also APB-Erinnerungen auf. Hä? Bei dem Wagen. Seit wann? Bei dir? Wieso? Weil du den gleichen Wagen in APB hast. Naja. Mit dem Kopf da vorne. Alzheimer das Grüßen? Na, ich hab nicht so ein Auto. Von was redet der? Also gucken wir mal.
Der kostet 1200, der 1500, der 5700. Ein Regina kostet 10 Mille, Buccaneer 27.000, ein Virgo 14.950 und ein Esperanto 16.450 Dollar. Also es sind eigentlich ganz nette Anfangsautos bei. Den hier würde ich kaufen, wenn er nicht so teuer wäre. Der, ja gut, den könnten wir vielleicht noch kaufen. Das Geld würde ich lieber sparen auf einem besseres Auto. Ich finde die Autos nicht so geil, ernsthaft. Ja, sie sind nicht das Beste, aber sie fahren. Ja, komm, dann nehme ich lieber meinen Roller und fahre mit dem. Gut, der ist wahrscheinlich sogar schneller. Nee, wenn mir eine 200 irgendwas fährt. Nee, nicht ganz, der fährt nur 160 oder 180, irgendwie sowas. Also. Ja gut, also nur für einen Roller ist es ganz gut. Wenn nicht so ein Fettsack wie der Martin hier hinten drauf sitzt, dann geht's. Immer auf die Fetten. Oh. Ich nehme eine Abkürzung. Ich hoffe, sie haben es nicht zugemappt. Das wäre ein bisschen blöde. Los, zieh! Ja, wir haben einen Roller, wir kommen überall durch. Nein, haben sie nicht. Sehr gut. Warum soll denn sie es auch hier zumachen? Hui, ja, es gibt solche Spastis, die das zumappen. Das bringt was? Dass die Leute das nicht machen, was ich gerade getan habe. Ach so. Okay. Hier ist eine geile Villa. Die werden wir aber nie haben, weil das einfach zu teuer ist. Ja, guck mal, wie viele Autos. $500 Miete. 500? Das geht eigentlich. Es geht, hopp rauf. Weil das ist jeden Payday, was du da zahlen musst. Schön Porsche-Verschnitt. Ne, eigentlich ist es ja ein Porsche, ne? Ich bekomme, glaube ich, pro Day sogar 500, also könnte ich mir locker leisten. Verarschen, die ganzen Häuser hier sind nicht eingescriptet. Alter, das ist Vinewood. Das ist Vinewood. Hier müssen alle Häuser besetzbar sein. Also das ist ja voll scheiße. Guck mal, hier würde ich doch wohnen, in diesem Häuschen oder hier. Ja, das hier ist das Reichenviertel. Hier müssen alle Häuser eingescriptet sein. Was soll der Mist? Ich hoffe, sie haben ein Haus eingescriptet. Ein Haus. Wenn sie das nicht haben, Alter. Dann verlassen wir den Server. Sofort. Dann gibt's auf die Fresse. Nee, ich weiß ja nicht, wie das hier ist mit dem Häuser-Inscripten und so mit bei MTA. Kenn mich nur ein bisschen mit SMP aus. So ein ganzem Rande. Bitte, wehe, ihr habt dieses Haus nicht eingeschrieben. Das ist das geilste Haus in Weinburg. Doch, haben sie, Sie haben es, sehr schön. Nicht zu vermieten. Wie hieß der Typ? Kugel Porsche. Ja. Ah, ja. Aus dem Grund ist es das geilste Haus. Das ist eine eigene Garage. Die glaube ich sogar. Ich weiß nicht, ob es hier. Nein, ja, guck mal jetzt, würden wir das Haus mieten, dann wäre ja die Garage ja zu. Da ist ja schon ein Auto drin, wie will ich dann mein Auto reinparken? Ja, ja, aber ich meine, generell ist halt geil. Hier das Haus ist Miete 10. Ja. Aber ist halt. Ja, genau, spring einfach drauf, okay. Aber ist halt LS, ne? Wir haben. Ohne Auto haben wir dann halt eine Ewigkeit, bis wir an der Arbeit sind. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Haben Sie diesen? Ja, das haben Sie auch angeschrieben. Das ist gut. So, ist sicher auch nicht zu vermieten. 150 geht eigentlich noch. Geht's guck mal, hier ist kein Schwein. Ja, die sind nur nicht auf dem Server. Sobald Server voll ist, dann spawnen hier die ganzen Vehicles. Oh, pinkes Haus. 25. Ja, da überlegst du es dir nochmal. Alter, ein pinkes Haus, das schlägt fast nix. Ja. Oh Mann, ist das männlich und so. Das ist echt. Hast du übrigens gewusst, es gibt eine Tuning-Firma, die haben einen alten Audi A4, glaube ich. Nee. Das war ein Audi Quattro. Oder doch nicht? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das Auto heißt die rosa Kampfsau. Das Auto ist pink, also ganz pink und hat irgendwie 1200 PS oder so ein Kack. Lol. Das Ding geht ab wie Zäpfchen. Oh mein Gott, okay. Also ein Hardcore-Auto. Ja, wirklich eine Kampfsau. Für echte Männer. Ja. Es ist richtig geil, Alter. Die haben das Ding, glaube ich, an einen anderen Audi Quattro. Ich weiß nicht, ob es ein Audi Quattro ist. Also
Wenn wer das kennt, der schlag mich bitte nicht. Und sonst guckt einfach mal auf YouTube Rosa Kampfsau. Ich hoffe, es kommen keine Schweine dabei raus, sondern dieses Audi-Gefährt. Es ist halt wirklich ganz cool. Ich meine, 1000 PS aus einem Auto, was normalerweise irgendwie... Da unten ist auch ein Haus zum Kaufen, ein kleines. Entschuldigung, was ich unterbrochen habe. Da hinten, fahr mal ein bisschen zurück nochmal. Ich meine, 1000 PS aus einem Auto rauszuholen, was serienmäßig irgendwie so 200 PS hat, das... Also, fahr mal da links, fahr mal schnell da links. Auch nicht schlecht. Tut mir leid, ich unterbreche. Kein Ding. Oh! Boah, 300! 300, da miete ich mir lieber eine Villa. Schade. Aber hier den Wald, behaltet euch den in Erinnerung. Wenn ich ein anständiges Auto habe, wird hier gefahren. Wir werden hier Rallye fahren. Können wir mal vielleicht mal irgendein Tuning-Event oder so veranstalten. Können wir mal machen. Können wir hier Rallye fahren. Ach, das ist irgend so eine Gang. Ich konnte es nicht lesen. Was für eine Gang? Keine Ahnung, irgend sein. Ich sein Schnickschnack. Irgend so was, was kein Schwein braucht. Die Gangmitglieder dürfen dich mit der Waffe angreifen, / töten, aber du darfst sie nicht angreifen. Arschlecken. Ich greife trotzdem an. Woher weißt du das? Ich war am San Andreas zocken, also auf dem Server. Da kam so ein anderer Typ und hat mich bei Skype anfragen wollen, tut und tut. Aber mit dem ein bisschen so geredet und der. Und dem sein Kumpel ist Server-Admin auf dem Server. Okay. Und er hat so einige Sachen erzählt, ja. So. So und so, ja. Man kann hier übrigens auch Dings, so Hufeisen sammeln, 25 Stück. Und dann bekommt man irgendeine Belohnung. Zum Beispiel Geld, Auto, Häuser und so. Ja, dann findet man Hufeisen. Ja. Viel Spaß. Na, aber das wäre ja dumm, wenn dich einer angreift und du dich nicht wehren darfst. Ja, völlig also dumm. Also von den Gangmitgliedern her. Also wenn ich in einer Gang wäre und ich eine Waffe hatte, dürfte ich dich töten, aber du mich nicht. Ich meine, das ist ein Real-Life-Server. Ich meine, in Real-Life, wenn mich einer mit einer Waffe bedroht, kannst du dir nach aufs Maul, oder? Gebe ich ihm aufs Maul, und zwar hart. Keine Ahnung. Ich meine, es ist, wenn mich hier auf dem Server einer abknallen will, dann kriegt er meine Faust zu spüren. Hui, Faust. Naja, Hummer und so. Hummer. Aber sie haben alle Tanken eingescriptet im Spiel, das ist cool. Es gibt kann man einfach reinfahren und dann tanken? Du kriegst, glaube ich, eine Auswahl, wie viel du tanken willst. Okay. Und dann musst du dafür natürlich auch bezahlen, so wie ich das Spiel kenne. Man muss für alles bezahlen. Sogar der Tod kostet einem das Leben. Wie lange nehmen wir schon auf? Keine Ahnung, ich habe keine Zeit in dem Kopf. Na, ich auch nicht. Egal. Ja, passt schon. So. Yay, es regnet doch nicht. Okay. Hurra. Aber es ist dunkel. Es ist dunkel. Ich habe Angst. Wir sind auf der Landstraße. Jetzt kommt gleich irgend so ein Pädophiler aus dem Busch gesprungen. Aus dem Felsen gesprungen und vergewaltigt uns. Oh mein Gott. Die Vorstellung. Hui. Böse Vorstellung. Das Wasser wurde auch irgendwie bearbeitet. Irgendwie. Das ist normalerweise nicht so blau. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das schon lange. Also auf San Andreas. Mich dunkt es jetzt. Ich. Ja, wir haben leider keinen Platz mehr frei, Bro. Na, das Wasser ist irgendwie blauer als sonst, habe ich das Gefühl. Hat zu viel Alkohol gesoffen. Oh, ich habe eine Idee, ich weiß, was wir kaufen. Wir mieten uns kein Haus, wir kaufen uns so ein Wohnwagen. Ding. Jawohl, gucken wir mal, ob der frei ist. Nein, wir können uns so ein Ding kaufen. Hopp rein, ich zeig dir wo. Für 25.000, ich glaube, das ist das erste Auto, was stimmt. Ich werde jetzt arbeiten gehen. Oder beziehungsweise... 25.000. Ich werde 25.000 zusammensparen. Dann warten, bis es wieder geht mit dem Auto kaufen, und dann werde ich mir so einen Wohnwagen, so einen Journey kaufen.
mit dem rumgrusen. Und werde den bei meiner Arbeit abstellen. Okay. Kann ich halt da aussteigen und direkt arbeiten. Ist doch toll. Ja, das ist gemütlich. Und wir haben mobiles Haus. Also wenn wir irgendwo in der Gegend sind, keinen Bock mehr auf die Gegend haben, können wir uns einfach mal verziehen. Kannst du mit einem gekauften Haus nicht. Wir können uns auch einfach mal da in so einen Eisenbahnschacht einnisten. Verkriechen. Ne? Like a Penner. oder wir könnten halt so ein nicht eingescriptetes Haus bewohnen. Ja, rein theoretisch schon. Rein theopraktisch, ja. In der Praxis, ja. Ja, aber komm schon! Alter Schwede, ist der langsam. Ich wollte schon immer wissen, was das hier... Ah, ein Aussichtspunkt. Nein! Ja, du jetzt auf das rote Ding stehen, oder wie? Da fällst du runter. Nein. der Punkt ist irgendwie... Oh, ich muss was essen. Verkehrt herum. / eat 1. Ah ja, warte, mach ich auch mal. Eat 2. Eat 1. Lol. / eat. Ich habe seit 5 Tagen in meiner Hosentasche den Hamburger. Mmm, lecker. So. Ist auch ein Biss. Unbedingt zum Hosentaschenaroma. Ein bisschen Furz noch dabei. Ist doch perfekt gewürzt. Besser als frisch aus dem McDonald's. Weißt du, wie das schon verschimmelt ist und wie das stinkt aus der Hosentasche? Ach was. 622 Dollar habe ich eingenommen. Wie viel? Zuschüsse 600 Dollar. Ich habe 622 Dollar eingenommen insgesamt, mit allen Abzügen. Okay. So. Also. Ach, 50.500 kostet das Ding. Ah, das zählt echt als Wohnung. Ja, das. Ja, ich. Hast das Gefühl, ich erzähle einen Quatsch? Nein, ich dachte, du meinst jetzt. Aha, ja dann. Aber 50.500, ich habe mich leicht im Preis getäuscht. 50. Aha, ich dachte, du meinst. Aha, ja dann kaufe ich mir auch so einen Wagen, das lohnt sich ja voll. Das lohnt sich übelst. Ja, na dann. Ja, weil du keinen Bock mehr. Wenn du keinen Bock mehr auf die Gegend hast, Auto schnappen. Weiterfahren und dort einnisten, wo es dir gefällt. Ja, dann besorge ich es mir dort auch. Du besorgst dir. Ja, dann ist das Festdog wieder. Der zieht das Niveau immer runter. Er ist der Schlimmste hier. Ja. Immer ich bin schuld. Ich fahre mal kurz einen Burger-Shot. Ich brauche noch ein paar Burger. Aimless grüßt sich selbst. Grüße zurück. Aimless, ja. Nein, du haust mich nicht um. Da kann man Lastwagen fahren werden. Ja, das ist Transporteur. Ich glaube, verdient man nicht mal allzu schlecht, aber Farmer verdienst du halt am besten. Am besten. Natürlich, wir beide sind ja gewohnt aus Farmen und so. Ne, ich würde sagen, wir machen jetzt noch bis 18 Uhr die Aufnahme. Dann machen wir uns für den Stream bereit, schon ein bisschen uns aufwärmen. Machen wir uns für den Stream bereit, genau, und dann legen wir los, weil ein Kumpel stresst sich schon die ganze Zeit per WhatsApp, dass ich doch endlich mal online kommen soll, weil er mir noch seine Skype-ID und alles durchgeben muss. Wir werden voraussichtlich etwa 4 Leute sein. Im Stream. Also mit mir zusammen, oder wie? Ja. Okay. 4 bis 5 Leute. Ja, gemütlich. Weiß nicht, ob der Blobler auch kommt, von dem her. Ja, keine Ahnung, der weiß es selber nicht. Aber ich dachte, der Marcel kommt auch noch, der konnte leider nicht, weil er eben Fahrschule hat bis 22 Uhr. Ehrlich gesagt. Es wird sicher lustig. Lustig wird's auf jeden Fall. Kumpel, hast du das Gaspedal verloren? Oh, das ist ein cooles Kunststück. Alter, der Wagen steht seit 5 Tagen hier. 5 Tagen! Ja, der Wagen kommt. Aber es ist schon ein bisschen was los. Nice hier. Try, Bro. So, jetzt kannst du gleich deinen eigenen Roller schnappen.
Ja, da wolltest du, Hauptsache du wolltest uns einen Roller klauen. Ja. Grüß alle Bastards, die Gang. Cooler Name für eine Gang. Ich wollte keinen Schein kaufen, ich wollte hier Angel, Motorbordschein. Wer hat hier gerülpst? Sanders Fishing Co. sucht Fake.